Willkommen zurück bei City Car Driving. Hier ist wieder Fabi. Und es geht weiter mit den High-Power-SUVs. Nach dem Touareg R50 der letzten Folge haben wir heute einen Porsche Cayenne Turbo. Porsche Cayenne Turbo, 4,8 Liter Hubraum, Allradantrieb. 500 PS, 250 Spitze, 5-Gang-Getriebe, egal ob manuell oder Automatik, aber meines Wissens nach gibt's den Cayenne Turbo nicht mit Schaltgetriebe, also fahren wir ihn als Automatik. Ich habe das Wetter wieder auf heiter gestellt. In der letzten Folge haben wir mal den Regen ausprobiert, wie der so aussieht, und wir sehen uns, wie gesagt, gleich wieder auf dem Parkplatz. So, da sind wir schon wieder. Mit dem Cayenne Turbo. Sieht ja schon mal wieder richtig geil aus von außen, die Kiste. Ganz hübsch. Gucken uns mal die Lichter an. So, die gehen nicht, wenn der Motor nicht läuft. Dann starten wir ihn mal. Gut, er läuft. Gut, ja doch, sieht ein bisschen billig aus, aber gut, die Blinker gehen. Sieht man zwar ein bisschen schlecht bei dem, aber okay. Jetzt sagen wir, gucken mal innen. Innen, ja, Porsche typisch. Sieht fast aus wie der Panamera, den wir schon mal hatten, aber es ist halt, wie gesagt, Porsche typisch. Das Interieur, das sieht auch im 911er so aus. Wir schnallen uns erstmal an. Dann haben wir hier noch eine Handbremse. Dann brauchen wir hier mal einen Rückwärtsgang. Ich möchte euch heute nochmal was anderes zeigen. Okay, die Hecksicht ist jetzt nicht so toll, aber man sieht zumindest ein bisschen was. So. Und wir tun mal den Vorwärtsgang rein. Ich würde sagen, wir gehen dann zum Abschluss der Folge mit dem auf die Autobahn. Und machen am Anfang der Folge nochmal was anderes. Das möchte ich euch auch mal zeigen. Vielleicht ist er dafür ein bisschen übermotorisiert. Oh, der hat Dampf. Der hat Dampf. Ich habe gerade mal das Gas durchgetreten. Oh, da geht was. Oh, und er versetzt beim Bremsen. Denn hier müsste eigentlich. Dieses. Doch, genau. Hier sind nämlich Testgelände. Wollte ich euch mal noch zeigen. Dann kann man so ein bisschen üben. Hier ist Testing Ground. Automatik Testing Ground, okay. Was haben wir denn hier Schönes? Also ihr seht hier, das ist halt so ein Verkehrsübungsplatz. Ich würde sagen, wir machen den einmal. Und damit ihr das auch mal gesehen habt, vielleicht ist das mit dem Cayenne jetzt ein bisschen schwierig. Also hier kann man zum Beispiel anfahren am Berg üben. Also man stellt sich hier hin. Ist jetzt mit dem Cayenne ein bisschen bescheuert, denn der hat eine Automatik. Da fällt es ein bisschen schwer, den abzuwürgen. Da gibt es halt jede Menge solche Fahrübungen dazu. Hier ist ein Zebrastreifen, wir sollen hier abbiegen. Dann kann man hier mal enge Kurven üben. Das ist ziemlich knapp hier mit dem riesen Cayenne.
Ich weiß jetzt nicht, für was das sein soll. Wahrscheinlich, dass man vorwärts reinfährt und rückwärts wieder raus muss. Weil wenden kann man hier nicht. So, dann können wir hier unseren Rückwärtsgang mal reinpacken. Fahren aber mal weiter. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es weiter ging eigentlich. Müssen wir mal außen gucken. Hier geht's wieder raus. Wir müssen eigentlich hier weiter. Obwohl, wir machen das mal anders. Wir fahren beim ersten Gang. Ist vielleicht ein bisschen einfacher als mit der. Ach, die wird jetzt rot. Wir dürfen hier nur geradeaus fahren. Und auf dem ganzen Übungsplatz ist eh nur 20. Hier kann man halt so wirklich gesagt, wie gesagt, so ein paar Übungen machen. Habe ich ja schon mal erklärt, weil dieses Spiel ist ja eigentlich dazu gedacht, Fahranfängern das Fahren ein bisschen beizubringen, wie man sich so grundlegend verhält. Zweite Gang ist schon wieder zu viel. Und hier halt diese schönen Schlangenlinien sind halt auch nicht so einfach zu fahren, wenn man es jetzt noch nie wirklich gemacht hat. Hier lenken ein bisschen zu stark. So. Jetzt sind wir hier wieder an der Ampel. Die wird natürlich wieder rot. Wir dürfen aber auch nur wieder geradeaus. Da hinten kann man jetzt dann rechts unter dem Stoppschild kann man mal rückwärts einparken üben. Das werden wir auch noch mal machen. Könnte eine mittlere Katastrophe werden, weil in dem Spiel die Rundumsicht so schlecht ist. So. Was haben wir denn hier? Also versuchen wir es mal. Das ist jetzt so gedacht, dass man hier gerade hinfährt. Und dann rückwärts in diese Bucht reinzieht. So, ich werde schon an die Garagenmauer rangefahren. Wahrscheinlich auch zu weit rückwärts gefahren. Mal kurz gucken. Cookie Cookie machen. Ja. Also, ja, ich hätte den Cayenne wahrscheinlich in der Garage zu Schrott gefahren. Und ich habe die Handbremse nicht angezogen, deswegen rollt er ganz leicht. Ja, das ist halt so ein Verkehrsübungsplatz hier im Spiel. Da gibt es, glaube ich, noch einen. Da müsste ich aber erstmal genauer gucken, wo der ist. Der schöne Cayenne. Ja, ich habe beim Einfahren in die Fahrspur nicht geplinkt. Nerv mich nicht. Jetzt fahren wir ein viertes Mal über diese idiotische Ampel. So, und hier geht's wieder raus aus dem Übungsplatz. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal auf die Autobahn. Und gucken nochmal, was der Cayenne jetzt so in der Topspeed bringt. Wenn ich die Autobahn finde, sagen wir es mal so. Kann auch über
M die große Map aufrufen, aber die bringt uns gerade auch nicht so viel. Also hier sind wir falsch. Ups. Ja, zum Glück ist es ein SUV. Ja, wo geht's zur Autobahn? Wir fahren schon wieder halb auf Standgas. Die Automatik meint es ein bisschen gut mit uns. Hier sind wir auch noch falsch. Hier ist der zweite Übungsplatz links, wo man noch so ein bisschen üben kann. Ups. Genau, hier sind wir gestartet. Das sind die Parkplätze, wo wir immer, ja, starten. Wie gesagt. Da müssen wir jetzt nur hier wieder links. Ich glaube, mit rechts abbiegen wäre ich besser bedient gewesen. Klar. Ich habe auch ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich bin ja vorhin links in den Hof abgebogen. Das heißt, wenn ich rechts rausgefahren wäre, wäre wesentlich schneller gewesen. Aber ich habe gedacht, ich wäre von der anderen Seite gekommen. Naja, egal. Aber jetzt kommen wir hier zur Autobahn. Ach, ich habe den Zielpunkt erreicht. Auch gut. Ohne dass ich es wollte. Fußgänger. So, jetzt ab auf die Autobahn. Und nochmal gucken, was der Cayenne so in der Topspeed bringt. Zweihundertfünfzig stand in der Beschreibung. Mal gucken, ob wir den Panzer da auch wirklich auf 250 kriegen. Ich trete mal durch. Oh, der hat Bums. Also er hat definitiv mehr als der Touareg vom letzten Mal. Jetzt wird's spannend. Oh, der lässt sich kaum noch lenken. 260 haben wir schon. 270. Und ich hätte nicht auf den Tacho gucken dürfen. Es gibt so gewisse Geschwindigkeiten, das sollte man nicht mehr weggucken von der Fahrbahn. Und ich schätze, 270 gehört dazu. Also wir versuchen es nochmal, das ging jetzt relativ flott. Der V8 Biturbo, der macht das schon. Das Problem ist halt auch, die Reaktionszeit wird immer kürzer. Die mehr bleibt hier. Oh, es laggt, es laggt, es laggt. Das ist nicht gut. 280. Also ich stand voll auf der Bremse. Aber es war nicht mehr machbar. Der fährt auf einmal rückwärts hier mit seinem Transporter. Komm, fahr weg da vorne. Ach, das ist gut. Wir stehen da direkt vor diesem Rasthof. Oh, was macht der denn da neben mir? Ich würde sagen, dann machen wir auch Schluss mit dieser Folge. Mit der Vorstellung des Porsche Cayenne Turbo. Ist ein schönes Fahrzeug. Läuft gut. Wird bloß bei hohen Geschwindigkeiten ein bisschen arg schwer zu steuern. Habt ihr ja gerade gesehen. Aber er macht seine 280 auf der Autobahn. Hier sehen wir leider nur ein Laster, habe ich ein bisschen blöd geparkt. Aber cooles Fahrzeug und ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen von City Car Driving und ciao, bis zur nächsten Folge, sagt Fabi.